Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nils Leon. Ich unterrichte an der Kartenkammschule in Ganerkesee. Das ist in Niedersachsen. Diese Schule besuchen Kinder und Jugendliche mit einem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Und in diesem Video soll es passenderweise um das Thema Bedienungshilfen auf dem iPad gehen, auch Accessibility genannt. Die Bedienungshilfen sind eine bordeigene Unterstützung. Das heißt, sie sind im Gerät fest verankert und in jedem Apple-Gerät zu finden. Auf dem iPad ist Ihnen das vielleicht schon mal begegnet. Wenn Sie das Gerät eine längere Zeit bei der Einrichtung liegen lassen, meldet sich die Voice-Over-Funktion. Die Voice-Over-Funktion ist eingebaut für blinde Menschen oder stark sehbeeinträchtigte Menschen, die auf eine Audioausgabe zurückgreifen. Das Gerät geht dann zum Beispiel davon aus, dass Sie, wenn Sie länger keine Tasteneingabe vollzogen haben, dass sie blind sind und Unterstützung benötigen. Dies wird dann durch eine Audio-Sprachausgabe erfolgen, die sie dann durch das weitere Einrichtungsprozedere leitet. Ja, solche und andere Dinge werden wir in diesem Video kennenlernen. Diese werde ich vorstellen und Sie werden merken, alle Dinge sind nicht nur speziell für den Förderbereich entwickelt, also für Menschen mit einer Beeinträchtigung, sondern können natürlich auch im inklusiven Setting in einer Beschulung helfen, aber geben auch für den Regelbereich viele nützliche Tipps mit auf dem Weg. So, wir befinden uns nun auf dem Homescreen von meinem iPad und unten rechts in der Ecke hier finden Sie schon einen Punkt aus den Bedienungshilfen. Das ist der sogenannte Assistive Touch. Diesen lernen wir später noch genauer kennen. Ich verwende ihn im Folgenden erstmal als Zeiger, damit Sie meine Bewegung auf dem iPad nachverfolgen können. Ich zeige Ihnen jetzt als erstes mal, wo die Bedienungshilfen überhaupt zu finden sind. Dazu gehen wir mal in die Einstellung. Und dort finden wir auf der rechten Seite, auf der linken Seite, den Bereich der Bedienungshilfen. Die Bedienungshilfen sind unterteilt in verschiedene Bereiche. Hier sehen wir das doch mal als Überschrift. Es gibt den Bereich Sehen, den Bereich Physisch und Motorisch, den Bereich Hören und den Bereich Allgemein und ziemlich viele Untermenüs. Ich gehe jetzt nach und nach alle Bereiche einmal durch und stelle verschiedene Funktionen vor. Ich starte jetzt in dem Bereich Sehen. Hier sehen Sie einen Überblick, Voice-Over-Funktion haben wir schon drüber gesprochen, Zoom, Lupe, Anzeige und so weiter. Kurz noch für die Voice-Over-Funktion. Darüber habe ich eben schon gesprochen, dass sich dort eine Sprachausgabe meldet, wenn das Gerät zum Beispiel längere Zeit bei der Einrichtung liegen gelassen wird. Wird die Voice-Over-Funktion aktiviert, wird der Bildschirm sofort schwarz gestellt und funktioniert über eine Art Feldersteuerung und über eine Sprachausgabe. Das heißt, die einzelnen Bereiche, zum Beispiel Einstellungen, Apps und Kamera, werden gesprochen und ich tippe dann quasi auf den Bildschirm und dann wird die App geöffnet. Also dies eignet sich wirklich nur für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen. Was ganz nützlich ist und was man wissen sollte, ist, dass auch eine Braillezeile zum Beispiel angeschlossen werden kann. Also das heißt, ein Ausgabegerät kann über den Lightning-Anschluss mit einem Adapter angeschlossen werden und auch dann können die Inhalte über eine Braillezeile ausgegeben werden. Die Zoom-Funktion bietet sich auch an für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung. Hier ist es möglich, wenn der Zoom aktiviert ist, öffnet sich jetzt hier ein Zoom-Fenster. Dieses Zoom-Fenster kann ich hier über den Bildschirm bewegen und kann hier findet eine Vergrößerung statt. Das ist natürlich ganz praktisch, weil dann einfach der Bildschirmausschnitt vergrößert wird. Auch hier kann ich bestimmte Dinge einstellen. Ich klicke jetzt hier unten einmal auf diesen Punkt, wo man auch das Zoom-Fenster einfach größer und kleiner ziehen kann. Genau kann man auch die Größe ändern, genau von dem Fenster. Ich mache es jetzt mal etwas kleiner und könnte auch einen Filter wählen, dass zum Beispiel Dinge statt farbig jetzt in den Graustufen dargestellt werden. Das sieht man jetzt hier ganz gut. Wenn ich hier rüber gehe, wird es visuell reduziert und die Bilder werden jetzt in Schwarz-Weiß angezeigt. Gehen wir mal wieder zurück in die Zoom-Funktion
Auch dort ist es nochmal möglich, den Zoom-Bereich einzustellen. Das war jetzt, wie gesagt, das Zoom-Fenster, was man anpassen kann. Man kann auch den ganzen Bildschirm auswählen und ein angehefteter Zoom stellt den halben Bildschirm dann dar. Kann auch als Tipp ganz gut genutzt werden, wenn man das Zoom-Fenster relativ klein einstellt. Kann ich nochmal zeigen. So, Größe ändern, dass man eine Art Lesefinger damit simulieren kann, wenn man es jetzt noch kleiner machen könnte. So könnte man dann auch über den Bildschirm wandern. Einmal wieder zurück. Weiter geht's mit dem Punkt Anzeige und Textgröße. Hier sind sämtliche nützliche Funktionen versteckt, um zum Beispiel visuell Dinge einfach zu hinterlegen. Der Punkt fetter Text ändert zum Beispiel jetzt die Darstellung des Textes. Deaktiviere das nochmal. Jetzt sehen Sie das, dass der Text einfach fetter abgebildet wird. Unter dem Punkt größerer Text können Sie hier grundsätzlich einstellen, dass die Größe sich verändert. Ich gehe mal langsam bis zur größten Anzeigezeit und wieder zurück. Also auch dies kann visuell angepasst werden. Wenn man die Dinge besser erkennen möchte, stellt man die Schrift einfach größer. Auch die Tastenformen können hier visuell einfach nochmal anders hinterlegt werden. Ich drücke es nochmal, vielleicht haben Sie es schon gesehen. Hier oben werden die Dinge dann zum Beispiel hinterlegt, unterstrichen. Genauso können die Ein-Aus-Beschriftungen nochmal visuell anders hinterlegt werden, dass sie ein anderes Outfit bekommen. Genauso kann man hier auch den Punkt Kontrast erhöhen einstellen. Auch hier sieht man, dass sich der Hintergrund einfach nochmal etwas anders abhebt. Das nochmal einmal wieder raus. Genau, auch kann man hier die Farben einmal umkehren, nicht erschrecken. Auch hier kann man, ähnlich wie man das aus dem Dark-Modus kennt, das visuell einfach anders darstellen mit einem dunklen Hintergrund oder einem hellen Hintergrund. Farbfilter, nochmal gut zu wissen, wenn der Farbfilter aktiviert ist, genau, steht er jetzt hier zum Beispiel auf Graustufen, das heißt, alles wird in Schwarz-Weiß ausgegeben. Genau gibt es aber auch den Rot-Grün-Filter, was es Menschen nochmal einfacher macht, die Farben dort anzupassen. Zurück. Ziemlich viel im Unterricht benutzen wir hier den Punkt gesprochene Inhalte. Dort gehe ich mal rein und hier gibt es die Punkte Auswahl sprechen und Bildschirminhalt sprechen. Diese werde ich hier beide mal aktivieren. Hierhinter verbirgt sich nämlich jetzt die integrierte Vorlesefunktion. Ich gehe jetzt mal in ein E-Book. Das habe ich jetzt aufgeblättert in der Bücher-App und hier ist es mir jetzt möglich, Text zu markieren und den vorlesen zu lassen. Ich halte meinen Finger jetzt ungefähr für 2-3 Sekunden auf dem Bildschirm, dann erscheint diese blaue Markierung und hier kann ich jetzt beliebig den Text markieren. Nehmen wir mal den ersten Absatz und da ich jetzt quasi eben die Sprachausgabe aktiviert habe, ist, wenn ich den Text loslasse, erscheint hier oben der Punkt Sprechen und ich kann mir den Inhalt jetzt mit der synthetischen Sprachausgabe vorlesen lassen. Da tippe ich jetzt mal drauf. Jeder Mensch ist von Natur aus kreativ und indem du dieser Kreativität freie Bahn lässt, kannst du neue Ideen entwickeln und vermitteln? So, jetzt habe ich mal auf Pause geklickt. Sie haben es gesehen, der Text wird vorgelesen und wird sogar noch visuell hinterlegt. Das habe ich auch eingestellt, dass die einzelnen Worte angezeigt werden. Dies kann eine super Hilfe oder Unterstützung sein für Kinder im Bereich Lesen, dass sie dort einfach nochmal anders mitlesen können. Genauso ist es möglich, mit der Geste mit zwei Fingern von oben nach unten zu streichen. Jeder Mensch ist von Natur. Drück nochmal auf Pause, dann erscheint nämlich dieses Menü, wo dann der gesamte Bildschirminhalt ohne Markierung, also alles vorgelesen wird.
Genau, jetzt verkleinert es sich. Ups, einmal zurück. Ich hole das nochmal wieder vor. Jeder Mensch ist von Natur aus kreativ. Ich habe mit der Zwei-Finger-Geste vom oberen Bildschirmrand einfach nach unten gestrichen und dann wird der ganze Text vorgelesen. Hier gibt es dann die Möglichkeit Start, Stopp oder hier auch eine Seite weiter zu springen, eine Seite weiter zurück und hier kann das Sprachtempo, die Geschwindigkeit eingestellt werden. Also einmal ist dann die reguläre Sprachausgabe. Das ist natürlich nicht nur in Büchern anwendbar, sondern auf allen Bereichen des iPads. Das werden wir nachher auch noch sehen. Genauso nutzbar im Safari, Internetbrowser, wie auch in Text- oder in Office-Dokumenten. Okay, Inhalt hervorheben, genau das ist das, was ich eben gerade gesagt habe. Ich kann das nochmal zeigen. Hier ist es jetzt aktiviert, Inhalt hervorheben und dass die Wörter angezeigt werden. Das kann auch auf ganze Sätze ausgeweitet werden. Okay, so viel zum Bereich Sehen. Als nächstes schauen wir in den Bereich physisch und motorisch. Dort befindet sich auch der Punkt Assistive Touch, also den ich gerade hier als Anzeigezeiger benutze, finden wir hier unter Tippen, ist Assistive Touch auf eingestellt. Wenn Sie das auf einstellen, erscheint dieser Zeiger, mit dem ich mich gerade über den Bildschirm bewege und das ist so eine Art Kurzmenü. Ich öffne das mal. Eigentlich ist es dazu gedacht, dass man in einem Knopf verschiedene Befehle ausführen kann. Das heißt, es ist wie so eine Art Kurzbefehl. Wenn ich hier unten auf die Taste Home klicke, ersetzt es quasi den Druck auf die physische Home-Taste. Genauso das Kürzel zum Bildschirmfoto, wo ich sonst, wenn ich einen Screenshot anfertige, die Home-Taste und den Ausschalter betätigen muss, kann ich das durch diesen Kurzbefehl machen. Wie gesagt, hier nutze ich es jetzt als Anzeigegerät. Etwas weiter unten ist das iPad für meinen Förderbereich relativ grandios geworden, weil es jetzt auch bestimmte externe Geräte unterstützt. Also hier sehen Sie schon die Tastaturmaus. Es gibt immer wieder Schülerinnen und Schüler, die die Touch-Funktion nicht ausführen können. Die können das dann über ein Trackball oder über eine Tastaturmaus, die via Bluetooth oder USB angeschlossen wird, gut lösen, dass sie das Gerät auch so bedienen können. Also das funktioniert dann, wie gesagt, über Bluetooth oder über einen Adapter. Über den Lightning-Anschluss, wo dann USB-Geräte angeschlossen werden können. Ich kann das mal zeigen. Als Beispiel habe ich hier eine Tastatur, die ich gerne extern an das Gerät anschließe und mit bestimmten Apps verwende. Hier sieht man quasi den Lightning auf USB 3 Adapter und eine konventionelle Tastatur ist dort angeschlossen worden. Das funktioniert wunderbar. Wie gesagt, auch mit einer Tastaturmaus. Was auch geht, gehen wir wieder einmal zurück auf den Bereich, ist der Bereich Schaltersteuerung. Die Schaltersteuerung ermöglicht es mir, wenn ich diese hier aktiviere, dass das Gerät auch nicht per Touch gesteuert werden kann, sondern über spezielle Taster. Auch dazu zeige ich mal ein Foto. Schülerinnen und Schüler mit einer starken motorischen Beeinträchtigung können hier mithilfe zwei an Taster ermöglichen, dass sie das Gerät komplett steuern können über eine Feldersteuerung oder bestimmte Apps aus dem Bereich Ursache und Wirkung unterstützen auch eine Tastersteuerung. Das sind jetzt Drahtlos-Taster, die über dieses Interface hier angeschlossen werden. Das Interface ermöglicht die Kommunikation der Taster halt mit dem iPad. Eine sehr nützliche Funktion. Des Weiteren gibt es auch noch die Möglichkeit, eine Augensteuerung. Verschiedene Reha-Ausstatter haben da verschiedene Modelle auf den Weg gebracht, dass auch das iPad gesteuert werden kann mit den Augen. Genau, was ist sonst noch wichtig zu wissen? Gerade für motorisch eingeschränkte Schülerinnen und Schüler kann an der Home-Taste noch einiges eingestellt werden, also wann eine Reaktion erfolgt. Man kann die Klickgeschwindigkeit einstellen auf Standard langsam oder noch langsamer. Viel Potenzial bietet aus meiner Sicht auch der Bereich der Sprachsteuerung. Sprachsteuerung funktioniert momentan
leider nur auf Englisch. Ich hoffe, dass demnächst auch die deutsche Sprache verfügbar ist. Dann lässt sich dieses Gerät nämlich komplett auch über die Sprache steuern. Ich zeige das jetzt mal auf Englisch. Genau, jetzt erscheinen hier überall Nummern und durch das Aufrufen der Nummern kann ich jetzt durch das Gerät navigieren. Ich versuche jetzt mal in den App Store zu kommen. Go home. So, jetzt bin ich wieder auf der Ausgangsstartseite gelandet. Jetzt möchte ich in den App Store. Dort erscheint jetzt die Zahl 7. Open 7. 7. Suchfeld hat jetzt unten wieder die Nummer 7. Nein, die Nummer 11. 11. 11. Jetzt gehe ich in die Suchzeile. 3. 3. Weather. 41. Genau, jetzt wird nach der Wetter-App gesucht und ich könnte jetzt immer so weitergehen, durch Aufrufen der Zahlen die Befehle halt auszuführen. Nehmen wir jetzt die erste Wetter-App, wo die Zahl 13 steht. Wenn ich jetzt die Nummer 9 wählen würde, dann würde die App geladen werden. Ich navigiere jetzt mal wieder zurück und schalte die Funktion wieder aus. Go home. To. 5. Und wieder deaktiviert. Ja, also das mit deutscher Sprache ist für viele Schülerinnen und Schüler, birgt dieses, glaube ich, großes Potenzial. Kurz noch zum Bereich Hören. Hier können zum Beispiel verschiedene Hörhilfen, also Hörgeräte, mit dem iPad gekoppelt werden unter Hörgerätekompatibilität. Oder hier können die Geräte auch gesucht werden, so dass es da einfach eine bessere Audiofunktion geben kann. Als letztes in dem Bereich Bedienungshilfen stelle ich nochmal ein sehr wichtiges Feature aus meiner Sicht vor. Das ist der geführte Zugriff. Der geführte Zugriff ist eine Funktion, die aktiviert werden kann und dann kann die Nutzung auf eine App reduziert werden. Das heißt, man kann quasi die App einfrieren oder auch sperren, sodass keine anderen Dinge benutzt werden können. Dazu muss erstmal ein Code hinterlegt werden. Das kann entweder die Touch-ID, also der Fingerabdruck sein, oder es kann ein Code für den geführten Zugriff festgelegt werden. Ich gehe mal hier rein und gebe mal einen Code ein. Einen sechsstelligen Code, der nochmal wiederholt wird. Da bietet es sich natürlich an, je nachdem für wen man die App sperren will, dass man dort einen Code wählt, der nicht so leicht rauszufinden ist. So, jetzt habe ich den Code hinterlegt. Jetzt kann ich wieder in eine App meiner Wahl gehen. Gehe jetzt mal in die Bücher-App, die ich vorhin schon einmal geöffnet hatte, und gebe dort zum Beispiel den Auftrag, dass Schüler XY dort jetzt einen Arbeitsauftrag lesen soll und kann den geführten Zugriff jetzt aktivieren, sodass er dann keine andere App währenddessen benutzen kann. Dies tue ich, indem ich dreimal hintereinander auf die Home-Taste drücke. Dann öffnet sich so ein kleines Menü. Hier steht jetzt der Bereich geführter Zugriff und ich kann verschiedene Funktionen einstellen. Ich gehe mal einmal hier auf die Option. Dort sehen Sie das schon. Ich kann zum Beispiel festlegen, was passieren soll, wenn ich den geführten Zugriff jetzt starte. Ich kann eingeben, dass der Ein- und Ausschalter nicht mehr reagieren kann. Ich kann einstellen, dass der Lautstärkeschalter nicht mehr reagieren kann. Das heißt, ich kann eine Lautstärke vorher festlegen und die kann dann nicht mehr verändert werden. Genauso kann ich noch eingeben, ob das Gerät auf Berührung reagieren soll. Das heißt dann wirklich, dass es auf Touch nicht mehr reagiert, dass die Tastatur eingeblendet wird. Was auch geht, ich kann ein Zeitlimit einstellen. Wenn ich das aktiviere, kann ich hier Stunden und Minuten einstellen und dann ist das Gerät nur so lange nutzbar, wie
die Zeit eingestellt wurde. Danach muss dieser Code eingegeben werden, um es wieder zu reaktivieren. Ich starte jetzt einmal den geführten Zugriff. Jetzt ist der geführte Zugriff aktiviert und der eigentliche Weg wäre, wenn ich jetzt nicht in der App arbeiten möchte, die mir aufgetragen wurde, drücke ich auf den Home-Button und dann kann ich die App verlassen. Dies wird jetzt aber verhindert. Ich drücke jetzt mal auf den Home-Button. Und hier oben sehen Sie, der geführte Zugriff ist aktiviert. Drücke zum Beenden dreimal auf die Home-Taste. Erst wenn ich jetzt wieder dreimal auf die Home-Taste klicke, werde ich nach dem Code gefragt, den ich eben festgelegt habe. Den gebe ich jetzt mal ein. Jetzt kann ich hier den geführten Zugriff beenden. Jetzt wird es nochmal eingeblendet und wenn ich jetzt auf die Home-Taste klicke, kann ich wieder aus der App entschwinden. Also eine, wie ich finde, Funktion, die man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte. Da habe ich noch eine wichtige Sache vergessen. Gehen wir nochmal rein. Ich aktiviere nochmal den geführten Zugriff. Brauche nochmal das Menü. Es ist mir sogar möglich, hier unten steht es, man kann Kreise zu deaktivierende Bereiche auf dem Bildschirm ein. Das kann hilfreich sein, wenn zum Beispiel Apps Werbeeinblendung benutzen und die sich zum Beispiel immer hier an dem unteren Ende bewegen. Kann ich jetzt quasi es hier einzeichnen. Das mache ich jetzt mal. So. Genau, und kann jetzt diesen markierten Punkt, das ist jetzt nicht optimal gezeichnet, festlegen. Und wenn ich jetzt hier oben das wieder aktiviere, den geführten Zugriff, kann ich so oft ich möchte auf diese Stellen auf dem Bildschirm tippen. Es wird aber nichts, also der Tipp wird nicht ausgeführt, weil der Bereich deaktiviert ist. Also gerade für Werbeeinblendungen, die man unterdrücken will, eine sinnvolle Funktion. Ja, das zum geführten Zugriff. So, zu guter Letzt möchte ich noch ein Beispiel aus dem Unterricht zeigen, wie verschiedene Funktionen der Bedienungshilfen im Unterricht angewendet werden können. Dazu nutzen wir gleich die Diktierfunktion. Das ist quasi die Funktion, die es mir ermöglicht, Speech-to-Text auszuführen, also gesprochenes Wort wird in Schrift ausgegeben. Dazu öffnen wir jetzt einmal den Safari Internet Browser, um ins Internet gehen zu können. Dort haben wir hier oben die Browserzeile, wo die Adresse eingegeben werden kann. Da tippe ich jetzt drauf und dann öffnet sich die Tastatur. Jetzt kann ich natürlich über Schrift die Internetseite da oben eingeben, die ich öffnen möchte. Bei allen Dinge, die über die Tastatur eingegeben werden, erscheint aber hier links daneben, neben der Leertaste, immer die Möglichkeit der Diktierfunktion, also das Mikrofon wird dort angezeigt. Dort kann ich immer alles, was ich sonst über Schrift schreiben würde, auch hineinsprechen und es wird hier oben, wenn Sie dort gleich hinschauen, in Text ausgegeben. Ich werde jetzt gleich versuchen, einmal beispielhaft die Spiegel-Online-Seite zu öffnen. Das über Sprache, also ich tippe jetzt auf das Mikrofon. Sie sehen, oben ist das gesprochene Wort durch Schrift jetzt ersetzt worden, ohne dass ich das auf der Tastatur angegeben habe. Jetzt drücke ich noch auf die Enter-Taste und dann wird die Spiegelseite geöffnet. Ein Abo wollen wir jetzt nicht abschließen, sondern wir wollen mit Werbung weiterlesen. So, das ist jetzt klassische Recherchearbeit zum Beispiel. Ich suche jetzt einen Artikel meiner Wahl aus. Nehmen wir jetzt mal die 11 Corona-Fälle bei der Schweizer Garde. So, und jetzt sehen Sie das schon. Das wird jetzt aus meiner Sicht ziemlich unübersichtlich dargestellt. Hier unten ist eine Werbeeinblendung, die können wir noch wegklicken. Hier sind Social Media Logos, hier erscheint Werbung, hier auch. Jetzt gibt es eine relativ nützliche Funktion, die in dem Safari-Browser hinterlegt ist und da handelt es sich um die Reader-Funktion. Die erkennt man hier oben an diesen beiden
AS. Wenn ich dort jetzt draufklicke, kann die Reader-Einstellung eingeblendet werden. Dort tippe ich jetzt mal drauf. Dann schauen wir uns den Artikel mal neu an. Und zack, wird er relativ einfach und visuell sehr übersichtlich strukturiert dargestellt, denn der Text wird reduziert auf Text und Bild. Dies ermöglicht jetzt wieder die Vorlesefunktion zu nutzen. Also wenn Schüler sich jetzt diesen Artikel durchlesen sollen, können sie auch als Unterstützung die Vorlesefunktion wählen. Das haben wir vorhin ja schon einmal kennengelernt, wo ich mir den Text jetzt quasi markieren kann und hier wieder auf die Sprechentaste klicke. Vatikan, 11 Corona-Fälle bei Schweizer Garde, Vorsicht im Umgang mit Papst gefordert, 11 Mitglieder der Schweizer Garde sind an... Und so weiter und so fort. Hier kann man sich den Text vorlesen lassen. Ja, ich hoffe, Ihnen einen kleinen Einblick über die Möglichkeiten der Bedienungshilfen auf dem iPad gegeben zu haben und wünsche viel Spaß beim tieferen Kennenlernen und Ausprobieren.